Bevor wir in den Chat von Microsoft Teams einsteigen und uns auch die einzelnen Funktionen anschauen, möchte ich zunächst einmal einen kurzen Overview geben und auch diejenigen, die vielleicht noch nie mit dem Chat gearbeitet haben, komplett neu in Microsoft Teams sind, eine kleine Hilfestellung geben, was wir hier so für Möglichkeiten haben, wie das Ganze aufgebaut ist, um euch dann vielleicht auch den Einstieg ein bisschen einfacher zu machen. Wenn wir in der Navigation auf dem Bereich Chat navigieren und noch nie mit irgendjemandem kommuniziert haben, werden wir zumindest einmal uns selber dort finden. Das ist der Chat mit uns selber. Und hier habe ich die Möglichkeit, einfache Funktionen von Microsoft Teams zu nutzen für den Chat und mich dann auch mit dem Chat ein wenig vertraut zu machen. Der Aufbau ist im Endeffekt genauso wie in jedem anderen Chat auch. Allerdings stehen mir hier nicht alle Funktionen zur Verfügung, werden wir uns nachher auch anschauen. Zunächst einmal hier oben links finde ich mich selber. Wenn ich mit der Maus einmal drüber hover, wird auch hier unsere kleine Visitenkarte geöffnet, wo wir die einzelnen Informationen zu meiner Person einmal finden. Ich habe das Ganze allerdings auch noch mit LinkedIn verknüpft. Das wird bei euch höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Deswegen stehen mir hier nochmal ein paar Informationen mehr zur Verfügung. Aber ich sehe, wie heißt die Person, in welcher Abteilung ist sie, welche Position hat sie inne, ist sie verfügbar, ist sie gerade in einer Besprechung, nicht am Arbeitsplatz, das kann ich hier sehen. Genauso wie diese Icons, darüber könnte ich mit der Person jetzt einen Chat starten, hierüber könnte ich mir das Organigramm anzeigen lassen und dadurch, dass ich es jetzt selber bin, kann ich natürlich nicht mit mir selbst einen Videoanruf durchführen oder einen Audio-Call. Aber tendenziell wäre das dann hier auch möglich. Gleichzeitig sehen wir hier auch nochmal die Zeitzone. Da habe ich Kolleginnen und Kollegen, die eventuell nicht in meiner Zeitzone sind, könnte ich das Ganze hier sehen. Und auch Informationen über die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, die Dinge, die man so in einer Visitenkarte hat. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht exklusiv für den Chat, sondern funktioniert überall. Aber das ist eine Möglichkeit, uns mal mit den Personen vertraut zu machen, mit denen wir so kommunizieren. Das hier oben sind Registerkarten. Die erste Chat ist natürlich namensgebend für die schriftliche Kommunikation. Daneben haben wir Dateien. Wenn wir jetzt im Chat Dateien austauschen, sollten sie im Normalfall hier angezeigt werden. Funktioniert leider nicht immer fehlerfrei, aber im Chat, wenn ihr Dateien per Drag and Drop zum Beispiel hier hineinschiebt, solltet ihr alles finden. Organisation ist ein Organigramm. Das Ganze wird aus eurer Benutzerstruktur gezogen. Ist die Benutzerstruktur sauber und vernünftig aufgebaut, habt ihr hier ein schönes Organigramm. Ist das Ganze bei euch nicht durchgeführt, werdet ihr hier auch kein vernünftiges Organigramm finden. Des Weiteren haben wir hier noch zwei weitere Registerkarten. Einmal Aktivität, das schauen wir uns an. LinkedIn werden wir uns nicht anschauen. Das ist einfach nur die Möglichkeit, die Person auf LinkedIn zu suchen, tendenziell zu finden und mal zu schauen, was hat er oder sie auf LinkedIn so veröffentlicht, um dann auch direkt in Richtung LinkedIn zu springen. Ist bei den meisten nicht aktiv, deswegen springen wir in die Aktivitäten. Hier finde ich jetzt zu der Person, mit der ich kommuniziere, die letzten Aktivitäten in Microsoft Teams. Vorausgesetzt, wir sind natürlich in denselben Bereichen unterwegs. Dann kann ich mir auch nochmal anschauen, in welchen Teams ist er denn aktiv? Was schreibt er da so? Wenn ich zum Beispiel auch weiß, die Person hat auch letztens irgendetwas in einem Team veröffentlicht, wäre das auch eine Möglichkeit, an diese Information zu kommen. Wir sind jetzt wieder zurück im Chat und hier oben rechts fehlen noch ein paar Informationen, werden wir gleich sehen. Dieses Icon, was wir hier sehen, finden wir auch, wenn wir zum Beispiel mit der Maus hier rüber hovern. Oder teilweise auch, wenn ich jetzt hier auf die drei Punkte gehe, dann sehen wir hier Chat ausklappen. Wenn ich das Ganze durchführe, wird mein Chat in einem zusätzlichen Fenster geöffnet. Hat natürlich den charmanten Vorteil, ich kann weiterhin mit der Person chatten und nebenbei mein Hauptfenster für andere Dinge nutzen. Kann man machen, muss man natürlich nicht. Nehmen wir jetzt mal an, ihr habt schon mit der ein oder anderen Person gechattet oder ihr kommt frisch hinein. Wurdet von Person angechattet, dann könnte es bei euch tendenziell so ausschauen, dass hier irgendwelche Informationen vorhanden sind. In dem Fall handelt es sich um eine Besprechung, bei der ich schon mal dabei bin.
Also in der Registerkarte Chat finden wir nicht nur den Chat, sondern auch bereits durchgeführte Besprechungen. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, bekommen wir die typischen Informationen. Wer wurde der Besprechung hinzugefügt? Wann hat sie gestartet? Wie lange ging sie? Gab es eine schriftliche Kommunikation? Genauso auch hier oben bei den Registerkarten wurden Dateien ausgetauscht. Es gibt einen Anwesenheitsbericht, Besprechungsnotizen, falls welche hinterlegt wurden, ein Whiteboard, falls es genutzt wurde oder auch weitere Applikationen, die zur Verfügung stehen. Was jetzt natürlich auch passieren könnte, ist, dass ihr hier schon eine Kommunikation mit einer Person zur Verfügung gestellt bekommen habt, weil sie euch angeschrieben habt, dann könnt ihr natürlich direkt mit ihr kommunizieren. Wenn das allerdings nicht der Fall ist und ihr zum ersten Mal eine Kommunikation starten möchtet, könnt ihr hier oben auf das Icon gehen, neuer Chat. Wir bekommen eine neue Zeile, wo wir einfach mal nach den Namen suchen können, vergleichbar nach dem Prinzip in Outlook. Max wird uns angezeigt. Ich klicke einmal hier drauf, um diesen Balken jetzt hier wegzubekommen. Und hieraus einen richtigen Chat zu machen, muss ich einmal Enter drücken. Jetzt ist hieraus ein richtiger Chat geworden. Wir sehen eine Historie. Das ist das, was wir in der Vergangenheit schon einmal ausgetauscht haben an Informationen, Daten, Schriftverkehr. Und wir sehen hier oben auch die Registerkarten, die wir vorhin schon gesehen haben. Zusätzlich zudem haben wir hier oben rechts auch noch die Möglichkeit, direkt einen Videoanruf zu starten, einen Audioanruf, unseren Bildschirm freizugeben und auch hieraus einen Gruppenchat zu machen. Was wir auch sehen ist, hier unten ist die Leiste deutlich größer. Wenn ich nochmal in den Chat mit mir selbst gehe, sehen wir hier unten sind ein paar Informationen verschwunden. Springen wir einmal zurück zum Chat mit Max, sehen wir, hier sind deutlich mehr Informationen zur Verfügung. Das ist dann der kleine Nachteil mit dem Chatten mit uns selbst. Was wir auch machen können ist, wenn wir jetzt auf eine Chat-Kommunikation gehen, haben wir auch drei Punkte. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, können wir wieder den Chat ausklappen. Wir können den Chat als ungelesen markieren. Dann wird er fett hervorgehoben und uns werden hier auch nochmal Benachrichtigungen angezeigt. Wir können diese Person zu bevorzugten Kontakten hinzufügen, werden wir uns gleich auch noch anschauen. Stumm schalten, dann bekommen wir keine Benachrichtigung. Einblenden erscheint jetzt, weil ich den Chat mit Max im Vorfeld ausgeblendet habe. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe, sehen wir hier Ausblenden. Hat zur Folge, machen wir das jetzt einmal hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sage Ausblenden, dann wird es nicht mehr angezeigt. Wichtig ist, es wurde nicht gelöscht. Es ist einfach nur verschwunden. Wenn wir das einmal bei Max wiederholen, verschwindet die Kommunikation mit Max. Wenn ich sage neuen Chat erstellen, ich nach Max suche, ein Chat mit Max starte, wird uns erstmal angezeigt, ausgeblendeten Chatverlauf anzeigen, also keine Panik bekommen. Wenn wir hier draufklicken, erscheint der Chatverlauf, den wir eben schon gesehen haben. Ich gehe wieder auf die drei Punkte, sage einblenden, dann verschwindet das Ganze hier auch nicht mehr. Benachrichtigen, wenn verfügbar, nehmen wir mal an. Nee, brauchen wir gar nicht, denn Max ist offline. Er steht uns quasi nicht zur Verfügung. Benachrichtigen, wenn verfügbar, wird aktiviert. Wenn Max das nächste Mal online kommt und hier der Status auf grün springt, werde ich benachrichtigt. Sehr schöne Funktion. Wenn ich das Ganze deaktivieren möchte, weil sich mein Problem gelöst hat, kann ich natürlich einmal hier drauf gehen und dann ist diese Benachrichtigung deaktiviert. Apps verwalten kann ich nutzen, um auch Applikationen mit Max zu nutzen, wie hier zum Beispiel YouTube. Gehen wir jetzt aber nicht näher darauf ein und wir haben auch seit neuestem die Möglichkeit, den Chat zu löschen. Was wir jetzt natürlich auch nochmal machen könnten ist, nehmen wir mal an, wir nutzen das Ganze schon ein bisschen länger oder bevor ich Microsoft Teams das erste Mal genutzt habe, haben uns viele Leute angesprochen. Diese Liste hier ist sehr lang, dann haben wir die Möglichkeit, hier entweder über diese drei Striche einen Filter uns anzeigen zu lassen, wo ich jetzt zum Beispiel auch direkt nach Max suchen kann. Zusätzlich kann ich den Filter hier über die drei Punkte nochmal anpassen, nach ungelesenen Chats, Chats im Allgemeinen, Besprechungen, Applikationen. Applikationen haben wir zum Beispiel auch hier in den Aktivitäten kennengelernt, die schicken uns auch hin und wieder mal Nachrichten oder auch nach stumm geschalteten Chats.
Also wir können dann auch nochmal variieren. Alternativ können wir natürlich auch Folgendes machen. Ist unsere Liste sehr lang und ich suche eine bestimmte Person, kann ich sagen, neuer Chat, Max, und dann wird uns quasi auch dieser Chat nochmal angezeigt. Also ich muss nicht unbedingt den Filter verwenden, um einen bestimmten Chat zu suchen und zu finden, sondern ich kann auch entsprechend einfach nur einen neuen Chat aufbauen. Hier beim Schriftzug Chat haben wir noch einen Dropdown. Wenn ich hier einmal drauf gehe, finden wir hier den Punkt Kontakte. Hier habe ich meine favorisierten Kontakte und auch Kontaktgruppen, die ich selber aufgebaut habe. Das Ganze können wir einmal hier über neue Kontaktgruppe erstellen machen. Wir haben auch in Microsoft Teams die Möglichkeit, über die Anrufe hier Kontaktgruppen aufzubauen. So können wir dann auch unsere wichtigsten Kontakte einmal klassifizieren oder auch gruppieren, um dann auch vielleicht die Person, mit denen wir über bestimmte Themen sprechen, entsprechend zu gruppieren. Wenn wir hier eine Gruppe aufgebaut haben oder auch eine Person aufgenommen haben, ist das natürlich nicht für die Ewigkeit. Über die drei Punkte können wir weitere Kontakte hinzufügen, diese Gruppe umbenennen, löschen oder wenn ich jetzt hier auf Max gehe, habe ich auch die Möglichkeit, ihn aus dieser Gruppe zu entfernen. Also die Person, mit denen wir viel arbeiten, könnten wir hier anlegen, müssen es aber natürlich nicht. Und das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein für den ersten Rundumschwung im Bereich Chat von Microsoft Teams. Im Nachgang schauen wir uns natürlich nochmal die einzelnen Funktionen näher und detaillierter an. Ihr seht ja, hier unten steht deutlich mehr zur Verfügung. Über die drei Punkte haben wir auch noch Möglichkeiten, Applikationen einzubinden oder auch zu den Dingen, die wir hier kommunizieren, können wir reagieren. Und hier sehen wir auch weitere wichtige Funktionen. Die schauen wir uns im Nachgang nochmal an. Zunächst einmal soll es das für den ersten Rundumschlag-Chat gewesen sein.